Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Thlive. Heute machen wir mal was anderes und zwar erwecken wir. Und zwar erstmal wieder die Set-Teile, für die ich einfach keinen Platz mehr habe. Und dann gehe ich einfach mal davon aus, dass das mit dem Handeln doch bald wieder der Fall sein wird. Weil ich meine, das sind jetzt hauptsächlich die einigen Set-Teile oder halt nochmal ein paar andere Set-Teile, die so oder so eigentlich nicht sehr viel mehr wert sind, als der NPC einem gibt. Da jetzt noch mal ein bisschen was aussortiert, habe wieder ein bisschen Platz frei gemacht. Außerdem ist mein Aiden's Jar abgelaufen, auch dadurch kriege ich wieder Inventarplatz frei, weil im Endeffekt kann ich die Star Candies. Ich werde sie zwar erstmal noch behalten, weil ich sie tatsächlich auch ein bisschen fude nebenbei, um nicht ganz so viele Hard Cookies zu verbrauchen. Aber ich meine, so viele brauche ich natürlich nicht. Also auf jeden Fall habe ich jetzt dadurch, dass das Aiden's Jar abgelaufen ist, auch wieder ein bisschen Inventarplatz gewonnen. Und naja, wie gesagt, ich gehe einfach mal davon aus, dass es nächste Woche schon wieder geht. Und unser Ziel ist es, und zwar wurde es schon öfter auch gefragt, eine kleine Erweck-Serie in Anführungszeichen zu starten. Also ich meine, Erweck-Folgen oder sowas habe ich ja schon immer gemacht. Nur, dass wir diesmal tatsächlich Vagi-Sachen erwecken, also Vagranten-Sachen. Und ja, da ich jetzt auf Dryad das Ganze mache, erweckt mir natürlich auch weibliche Sachen. Das heißt, wenn wirklich was ganz Krankes bei rauskommen sollte, könnte man es natürlich auch benutzen. Das wäre natürlich klar. Ist nicht unbedingt das Endziel. Ziel ist im Endeffekt einfach, ja, im Endeffekt auch Geld damit zu machen, wenn es gut, ganz gut läuft. Oder zumindest keinen Verlust zu machen. Und naja, wie gesagt, einfach dieses Bedürfnis, das hier herrscht, für Vagi-Erweckungen zu stillen. Und kann auch sein, dass wir es vielleicht mal im Stream machen. Also, dass ich einfach mal einen ganzen Abend, also jetzt nicht übertrieben lange, also vielleicht so zweieinhalb Stunden mal mehr erwecke. Also vorher eine Party ziehen, dann zwischendurch vielleicht nur Dungeons mache oder so. Und das dann zusammenschneide und vielleicht auch nochmal mache als, zusammenschneide und als Video mache, genau. Und ja, und heute fangen wir an, wir machen 500 Erweckungen auf Helme, würde ich sagen. Weil mit Helmen habe ich immer die besten Erfahrungen gemacht, das heißt, wir starten das Ganze hoffentlich dann mal positiv. Ich weiß, 500 ist jetzt nicht extrem viel, es sind ungefähr 10 Inventare, bisschen weniger. Aber erstens will ich mir erstmal gucken, wie es läuft. Und ich will jetzt, wo es Handeln noch nicht geht, will ich jetzt nicht komplett übertreiben, gleich 1000 erwecken oder so. Erstens dauert es deutlich länger und zweitens, naja, wenn jetzt wirklich ein paar halbwegs gute Sachen dabei sind, will ich die natürlich schon aufheben. Und ich kann sich die gesamte Bank voll spammen. Also durch die Einie-Teile haben wir jetzt wieder ordentlich Platz bekommen, weil das sind jetzt 11 Sachen gewesen. Das heißt, die Bank ist jetzt wieder gut geleert und wie gesagt, ich hoffe mal, nächste Woche sollte es sowieso keine Rolle mehr spielen. Genau. Und um die Set-Teile wird es, wie gesagt, diese Bilboron-Helme. Das ist jetzt nicht wirklich schade, weil die sind sowieso nicht viel wert. Crit-Damage minus 13. Und nichts. Okay. Ja gut, dann fangen wir an. Die ersten paar können wir zusammen machen. Den Rest werde ich dann mehr oder weniger, naja, nicht skippen, aber wahrscheinlich zusammenschneiden dann oder so. Mal schauen. Also wir kaufen 500 Stück, sind 50 Mio. Also es ist nicht so wenig Geld, das da drauf geht. Deswegen mache ich das vor allem, wenn ein Server neu ist, ungern. Weil es schon eine Menge Penya kostet. Und 500 Erweckungen ist nicht sehr wenig, aber es ist auf jeden Fall nicht sehr viel. Das ist schon mal sicher. Und ja, dafür gehen wir jetzt nicht ins Gildenhaus immer, weil das würde zu lange dauern. Und ja, jetzt fangen wir erstmal ein bisschen chillig an. Und dann starten wir ein bisschen härter durch. Und dann zeige ich euch wahrscheinlich auch die Highlights. Ja, guck mal, vielleicht haben wir ja gleich zum Start des ganzen Projekts hier ein bisschen Glück. Oh, tatsächlich. Das ist gar nicht. Also, das würde man tatsächlich sogar nehmen, wenn man jetzt brandneu ist und sowieso nichts hat. Aber das ist natürlich zum Verkaufen und so weiter viel zu schlecht. Also, mein persönliches Ziel bei einem Helm wäre, wenn ich schon auf Waage gehe, dann mindestens zwei 20er-Slots. Oder zwei halbwegs gute SDR-Slots und noch ein SDR-Slot oder so. Aber halt auf jeden Fall so, dass es halt insgesamt entweder... Wow. Damn, okay, da waren schon ganz schön dicke Dinger dabei. Ich könnte auch meinen Rimmelfelm ausziehen, damit der nicht immer vergleicht. Das wurde auch mal kommentiert, dass es nervt. Machen wir es mal so. Wobei bei den Ringen muss ich auch verdammt aufpassen, die darf ich nicht... Achso, bei doch auspacken könnte ich sie schon. Na gut, das ist nicht so schlimm. Also, sollte ich besser nicht. Das gefällt mir trotzdem nicht. So, jetzt aber. Perfekte Vorbereitung, man kennt mich. Alright, so, jetzt kommt da nicht mehr der Vergleich die ganze Zeit. Alright. Ja, machen wir vielleicht 100 Erweckungen zusammen.
Und den, und weiß nicht, ob ich den Rest dann mache, aber dann vielleicht so bei der Hälfte dann nochmal ein kurzes Highlight-Feature und dann am Ende nochmal einen Überblick. Ich gehe nicht davon aus, dass wir viele Helme behalten werden. Also ich schätze mal so 2 bis 3. Wenn es hochkommt, vielleicht 5. Aber es dürfte eigentlich nicht viel sein, weil meine Ansprüche sind schon relativ hoch. Und ja. Also auch was den Verkauf angeht, weil ich keinen Bock habe, auf so Pseudo-Erweckungen dann ewig rumhocken zu bleiben. Das hier wären 24, aber sind es nicht. Und es sind Int. Also Dex ist das Schlechteste, was Verkauf angeht. Es gibt Leute, die kaufen tatsächlich Dex-Helme. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür. Im Low-Level okay, wenn man sich ein Agro hochzieht, aber also es hat halt keine wirkliche Value, weil das zu upgraden auf jeden Fall keinen Sinn macht. Also ein Low-Budget, sag ich mal, Dex-Wagi-Set, beziehungsweise halt ein Crit-Wagi-Set mit einem Dex-Helm für den Agro zu machen, okay. Aber es ist einfach generell keine gute Idee bei Klassen, die sowieso Sets haben, die Crit-Damage-Erweckungen haben. Deswegen sind die eigentlich nicht so viel wert. Aber haben schon Leute erzählt, dass sie Dex-Helme mit 45 Dex für 2 Milliarden verkauft haben früher. Wie auch immer sie das hinbekommen haben. Na gut, ich muss auch mehr auf MP achten, fällt mir gerade auf. Hat jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Uiuiuiui. Hoffentlich war da nichts dabei. Genau. Trash. Lol. Alter, was ist mit den Int- und Dex-Erweckungen? Damn, okay, also den hätte ich schon aufgehoben. 32 Int. Das wird zumindest, also der müsste mehr wert sein als die meisten Set-Teile oder Luzakas-Waffen. Oh Mist. Das auf jeden Fall. Damn. Ja, der wäre nicht so schlecht gewesen. Lass mich mal die wegrollen, hier irgendwo reinziehen, dass man es besser sieht. Das kann man halt kaum lesen, grün auf grün. Das ist, also, dass man für manche Items oder so, hellgrün ist einfach eine schlechte Farbe dafür. Zumindest dieses hellgrün. Wird es noch umranden können oder so. Dass bei helleren Items ein stärkerer Kontrast da ist. So. 22 STR, 4 Dex. Das ist so dieser klassische Helm, den man früher dann einfach sofort behalten hat. What? Oh mein. Alter, was zum Teufel ist hier los? Das sind, also wir haben noch nicht mal 100 Erweckungen, das sind schon ganz schön hohe Slots. Wow. Ich hatte halt noch keinen einzigen Einie-Helm, der auch nur ansatzweise so aussah. Naja, gut, stimmt nicht. 2 vielleicht oder so, aber nicht viele, nicht viele. Damn, schade. Egal wie er gewesen wäre, Hauptsache einer der Werte und STA plus wäre richtig gut gewesen. Also STA plus 16, STA plus 22, das ist ziemlich genau mein Einie-Helm. Bisschen schlechter. Oder Int plus 19 ist der, bei Int plus 19 ist der plus 22 wäre deutlich schlechter gewesen, glaube ich. Schade auf jeden Fall. Ja, den haben wir auch weg. 22 SDR. Wait, what? Damn. Soberes Minus, aber trotzdem. Damn. Da muss man echt aufpassen, ey. Ganz schön hohe Werte. Ich weiß nicht, warum ich das immer schließe, keine Ahnung. Ist irgendwie eine Angewohnheit, ich weiß auch nicht wieso. Ich habe noch nie was von Rüstung Luda gekauft. Oder nicht in jüngster Zeit, jüngerer Zeit. Uff, das ist natürlich ärgerlich. Ist nur ein Zeichen dafür, dass ich die auch wegschmeißen sollte am besten. Am besten einfach alles wegschmeißen. Schon wieder. Ja, aber STA und Int-Kombo ist gar nicht so gut. Also entweder nur Int oder nur STA. Wow, STA minus 25. Dex 27. Ich weiß nicht, ob wann MP auf Dryad relevant wäre. Ich schätze mal so ab 700, 800, sowas in der Richtung. Dass es wirklich was wert ist. So, eine Schätzung. Oh, 32 STR. Okay, also den würde ich zumindest mal aufheben. Ja, den heben wir mal auf. Also über 30 müsste zumindest zum Verkaufen
gut genug sein. Also der müsste auf jeden Fall, hoffe ich mal, über 10 Mio einbringen. Aber zumindest einen fünften der Wechskreuz wieder raus. Okay. Damn, es läuft. Also, wie gesagt, ich dachte, hier kommt absolut gar nichts bei raus. Das wundert mich jetzt ganz schön. Vor allem, weil es ich bin. Ich habe nie Glück beim Erwecken. Sehr selten. So selten, dass es fast das Wort nie, dass fast das Wort nie erlaubt sein dürfte. Schon wieder STA und Int. Wieso immer STA und Int? Ich meine, es passt zusammen, okay, aber trotzdem. Und warum, wenn da nicht, also wenn es immer kommt, warum dann nicht höhere Slots? Ja, ich habe ein angeborenes Talent dafür, MP einfach komplett zu ignorieren. Alter, schon wieder. Sehr jinxed. 12 Helme und das passiert bei jeder Fuhre von 12 Helmen passiert es zweimal. Und warum ich nicht mehr erwecke, ist einfach, weil es so angenehmer ist, wenn man sich jetzt eh alles immer nur so kurz anschaut. Wenn ich es eh speed up umkommentiere, dann ist es leicht, einfach 50 zu erwecken, weil es dann schneller geht, alles zusammenschneiden, zusammenfassen und dann am Ende sich nur die guten Stücke anschauen. Mehr oder weniger. Aber wenn ich jetzt hier 50 erwecken würde, das dauert halt auch einfach recht lange. Das ist halt 1 zu 1 die gleiche Erweckung, die gerade genauso minus war. Okay. Aber kommt mir das nur so vor, da hat man hier einfach generell höhere Werte. Das ist doch echt rigged. Das ist doch einfach rigged. Heißt nicht unbedingt, dass es gut ist. Ich meine, Int plus 16 ist ja minus 10 und sowas. Das ist ja nicht deswegen gut, aber grundsätzlich gefühlt einfach höhere Werte. So, wie viel haben wir jetzt noch? 415. Das machen wir danach noch. Ja, machen wir danach noch eine Fuhre und dann mache ich mal ein bisschen. Dann baller ich mal ein bisschen durch. Gucken wir, was dann so rauskommt. Also, Ziel für die Zukunft wäre dann wahrscheinlich sogar trotzdem 1000 pro Folge. Wie gesagt, jetzt erstmal mit der Vorsicht wegen dem Handel, dass man es nicht komplett übertreibt. Alter. Aus Trash, also selbst wenn alles plus wäre, wär's. Ja. Also. Oh mein Gott, schon wieder. Das ist der dritte 25 SDR-Slot, den wir hatten. Das ist das zweitseltenste, by the way. Also 28 SDR müsste eine 0,1% Chance haben. 5x5 natürlich. Also auf jedem Slot hast du ja 0,1. Oder was? 0,01? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall irgendwas sehr Geringes. Das heißt, plus 25 müsste auch ziemlich selten sein. Und ja, dafür sehen wir es relativ häufig, muss man sagen. Dafür sehen wir es sehr, sehr, sehr häufig. Nope. Ey, Int und STA, ihr regt mich so auf, gell? Was ist mit diesen Helmen los, ey? 5x5 Stats. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Ups. Nope. 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 Oh, Wind minus 25. Das STA minus 16 kommt, ich glaube, das ist der häufigste Wert, den wir bisher gesehen haben. Nope. Mm-mm. Nope. Nope. Ah, okay, da war jetzt nichts wirklich Erwähnenswertes dabei. Ja gut, dann haben wir noch 392. Und dann würde ich sagen, ja, mache ich jetzt mal so ungefähr 200 oder so, also so knapp die Hälfte. Und dann gucken wir mal, was da so die Highlights waren. Ich werde es einfach kurz raussortieren, nicht groß zeigen, einfach direkt weitermachen. Und dann, ja, mal gucken, was da noch so kommt.
So, ist mal wieder Zeit, sich zurückzumelden aus der Abwesenheit. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das machen werde. Eventuell sind Videos doch nicht die beste Option, dachte ich mir jetzt. Ich meine, ich habe es mir vorher überlegt, ganz normal mit dem Zusammenschneiden. Aber tatsächlich ist ja hier das Problem, dass wenn ich so durchballer, dann verkaufe ich sie auch direkt, weil jedes Mal wieder zu Dingsen hin und her, nur wegen den paar Erwägungen, sich die anzuschauen. Klar, wenn man ein ganzes Inventory macht, wäre es wieder was anderes, aber trotzdem. Wäre schon ganz schön das Hin und Her. Vielleicht zum Video ist dann doch nicht das Beste. Je nachdem. Also ich werde es dann wahrscheinlich so machen. Vierfache Geschwindigkeit beim Erwecken, zweifache Geschwindigkeit beim Anschauen, wo ich nichts sage. Und ja, jetzt halt ganz normale Geschwindigkeit. Ja, mal schauen. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, ob euch das so gefällt oder nicht. Ansonsten halt dann wirklich dann doch eher in den Streams. Das Problem ist in den Streams, das ist halt im Endeffekt meine Farmzeit. Das heißt, das könnte man dann wirklich maximal einmal die Woche oder so machen, weil ich sonst einfach nicht mehr genug farmen würde, um noch ein stetiges Vorankommen zu ermöglichen. Aber mal gucken, also am Anfang dachte ich mir, okay, vielleicht hatte ich wirklich Unrecht.
Aber jetzt haben wir legit 300 Mal nur Müll erweckt, bis auf zwei, drei Sachen, wo halt dann wieder ein Wert falsch war. Und ja, das ist halt die Story vom Erwecken. Es ist halt pures Glück, wie immer in Flav. Alles hat nur mit Glück zu tun im Endeffekt. Und ja, auch hier, ob du halt 80, 800 oder 8000 Erweckungen brauchst, um was Krasses zu erwecken, ist halt einfach pures Glück. Und da geht schon viel Penya drauf, ja, also keine Frage. 1000 Erweckungen sind 100 Mio. Hört sich jetzt an für sich nicht viel an, aber das waren jetzt 500 Erweckungen. Und ich habe 4 Helme zur Seite gelegt. 2 waren vielleicht dabei, okay, die hätte man vielleicht aufheben können. Einmal 29 hin und einmal, glaube ich, 27 oder 28. Aber da es Int ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du die jemals gut verkauft bekommst oder dafür halt sehr viel mehr als 5 Erwächsgröße zurückbekommst, weil es kauft halt einfach keiner, weil kein Mensch spielt halt Magier. Achso, wir sind noch gar nicht fertig, hoppla. Das bringt dir halt auch nichts, auf 100 Helmen zu sitzen, die an für sich vielleicht nicht schlecht erweckt sind. Aber wenn du sie nicht verkaufst, dann bringt dir das halt nichts. So, machen wir jetzt nochmal 2. Und dann kaufen wir nochmal die restlichen. In einem Ding. Genau. Und ja, wie gesagt, ich mach's für euch, weil ihr das ja unbedingt mal sehen wolltet. Aber ich denke, in meinem Stream macht das dann tatsächlich mehr Sinn. Schon wieder Int und... Ich weiß nicht, was mit STA 16 los ist. Der Wert kommt die ganze Zeit. Den habe ich heute 50 Mal gesehen oder so. Es triggert einfach so. Ich weiß nicht wieso, aber es triggert einfach. Es ist unglaublich. Jedes Mal STA plus oder minus 16. Ich weiß nicht, ob man... Das ist halt jetzt wieder so ein Ding... Ich meine, ich kann ja mal einen erstmal aufheben, weil ich glaube, das war sogar einer der besseren, oder? Ich weiß nicht, ob wir schon einen STA 16 in 22 Plus hatten mit beiden. Ich glaube schon, ganz am Anfang. Ich hebe jetzt mal einen auf. Falls es dann doch früher oder später wieder zurückkommt. In 26, ich habe schon 29 HP gehauen. Okay, das wäre schon interessant gewesen. 44 Decks. Und nichts, okay. Also wir haben 5 Helme aufgehoben und einer davon war tatsächlich gar nicht, und zwar mit der mit Abstand ärgerlichste. Einen davon, ich habe vorhin nämlich schon mal angefangen aufzunehmen und dann habe ich was vergessen. Da muss ich nochmal aufhören. Und da war tatsächlich der Helm hier dabei. Nee, der hier. Nee, der hier war es, genau. 38 STR minus 16 STR. Wieder minus 16 STR. Ich sag's euch, der Wert ist überall. Vielleicht triggert er mich deswegen. Ja, das wäre eigentlich mehr oder weniger das, was ich auf dem Einihelm haben wollte. Nur, dass hier STA minus 16 ist. Genau, ich weiß nicht, ob ich ihn trotzdem aufheben soll, weil es ja trotzdem 38 STR sind, was nicht wenig ist, aber... ich weiß ja nicht, minus 16 STA ist halt schon ein hartes Downgrade. Weiß nicht, ich glaube, den habe ich weg. Aber es ist auf jeden Fall fett ärgerlich, weil er doch FP plus 150, also nichts Negatives. Das wäre schon schön gewesen. Dann das war der, den wir gerade aufgehoben haben. Dann was war das hier? 32 STR. So, naja. Gerade so noch. Das hier waren... Oh Leute, habe ich mich ja... Oder habe ich mich da verguckt? Ich weiß gar nicht mehr. Der war auch relativ am Anfang. 25 STA. Vielleicht habe ich gedacht, das war ein STR. Kann sein, dass ich mich da verschaut habe. Ja, ich denke nicht, dass der was wäre. Das 25 STA, 9 Int. Für wen? Crucio Psykeeper ist es zu wenig. Zumindest wenn man einen guten spielen will. Und naja, nee, ist auch Trash. Und das war der von ganz am Anfang, 32 STR. Also quasi 32 STR, 32 STR und 22 Int, nee, nicht 16, 13 STR und 13 Decks. Wo ich mir ziemlich sicher bin, dass der wertlos ist. Und das waren... Achso, jetzt will er doch noch... Jetzt ist er doch noch vergessen, mein Gott. Naja, gut. Dann waren es das noch nicht. Dann haben wir nochmal die Chance, nochmal reinzulacken. Ich gehe stark davon aus, dass es nicht passieren wird. Dann waren das 500 Erweckungen. 20 STA. Nope. Oh. Dann waren das 500 Erweckungen.
Also müssten hoffentlich die beiden 32 STR-Helme, da müsste man die 50 Mio mehr oder weniger wieder rausholen eigentlich, denke ich mal. Also viel Verlust war das jetzt nicht. Und am Anfang sah es nicht gut aus, muss ich sagen. Also die ersten 50, 80 Erweckungen, was auch immer, war echt gut. Kann man nicht sagen, ja. Aber dann waren viele Erweckungen dabei, so von 250 bis 100 ungefähr. Da war halt echt nur Müll dabei, da war einfach nichts. Und nein. Aber ja, lasst mir auf jeden Fall nochmal ein Feedback da. Auch jetzt, wie ich dieses Video hier bearbeitet habe. Ab und zu, ich meine, vom Aufwand her geht's eigentlich, ja, ich meine, jetzt so eine knappe Stunde wahrscheinlich mit bearbeiten, bisschen mehr wahrscheinlich, ist noch, sag ich mal, okay, aber bei 1000 Erweckungen wäre es schon, und bei 2000 oder bei mehr als 1000 dann spätestens wäre es auf jeden Fall schon ein krasser Aufwand, also ich denke mal, 1000 wäre auf jeden Fall das Limit pro Video, wenn, wie gesagt, Hanan wieder geht, mindestens 3 Helme, das ist eine gute Menge auf jeden Fall. Könnten wir es nächste Woche, sollte der Handel nicht gehen, theoretisch auch nochmal machen, aber dann wäre wahrscheinlich Feierabend. Genau. Ja, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Mal mit hoffentlich mehr Glück oder euch hoffentlich mehr Glück. Bis dahin, macht's gut rein. Ciao, ciao.